Was geht ab, ihr geilen Glubschgetiere? Und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen weiteren im Titanfall 2 Open Tech Test. Wir sind hier wieder unterwegs auf Boomtown, heißt die Map. Diesmal mit einer neuen Waffe, die habe ich jetzt freigeschaltet. Eine Shotgun. Mastiff heißt sie, glaube ich. Okay. Ja, okay, den Kill hat sie mir schon mal besorgt. Den hätte ich aber auch mit anderen Waffen geholt. Die sieht aber auch aus, als hätte sie ein bisschen Reichweite, wa? Oh, shit. Also die, was mir jetzt so vorkommt, ist so ein bisschen wie die Energie-Shotgun in, Black Ops 3. Die hat ja auch so eine gewisse Reichweite. Hm. Da muss man mal gucken, wie die sich noch weitergibt. Auf jeden Fall hat sie nur 4 Schuss drin im Magazin. Das ist ein bisschen wenig, aber man kann ja auch erweiterte Magazine nachher raufnehmen. Von daher wird das dann schon gehen, denke ich. Ach komm, dein Ernst, du campst da. Junge, du spielst Titanfall. Und du campst da in der Ecke. Ist das dein Ernst? Na, also auf der Distanz sollte sie eigentlich schon One-Hit sein. Ich weiß nicht, habe ich ihn ganz erwischt? Und wenn nicht, oder wenn ja, wie viel Damage macht die denn? Ah, okay. Ja, also die ist, so wie ich vermutet hatte, wie die Shotgun in Black Ops 3. Man muss ein bisschen voraimen dann natürlich, weil man sieht das, die Kugeln sind ein bisschen unterwegs. Ja, da muss man rein. Oh ja, hier ja, habe ich mich gerade erschrocken. Da muss man erstmal ein bisschen reinkommen, aber ich denke, wenn man drin ist. Ah, da siehst du es. Ich schieße jetzt mal. Und jetzt sind die da hinten an der Hauswahl angekommen. Also, die brauchen ein bisschen, bis sie ankommen. Aber dafür macht sie halt echt gut Schaden. Das muss man ja lassen. Ach ja. Ich habe ja eine Piste mitgenommen. Ich habe gar nicht mal einen Granatwerfer für den Titan mit. Ja, dann springen wir da einfach mal rauf. Und nehmen den hier mal mit. Danke für die Batterie. Guck mal hier. Titan. Da, Granate. Oh. Lasst mich in mein Titan rein! Hallo, ihr Wichser! Ah. Den einen habe ich! Armer Rückzug! Ja, der macht auch einen Abgang. Er steht da oben einfach nur, alles klar. Einfacher kann man es mir nicht machen. So, da wir ja jetzt im Titan sitzen, kann ich euch ein bisschen die Neuerungen vom Titan erzählen. Vom Scotch kann ich da ehrlich gesagt nicht so viel sagen, weil ich mit dem zu wenig gespielt habe. Weil ich den Iron einfach lieber mag. Obwohl er eigentlich nicht so mein Spielstil ist. Ich mag es eigentlich, wenn ich viel aushalten kann und gut verteile. Das ist eigentlich so der Scorch. Aber, naja, der sagt mir irgendwie nicht zu. Hier mag ich es lieber ein bisschen mobiler in Titanfall. Ah, verdammt, scheiße, ich muss raus. Ja, also die Neuerung beim Iron Titan auf jeden Fall. Man kann ja so boosten, also so um die Ecke boosten oder sowas, so einen Sprung machen. Im Spiel selbst heißt es Dash. Und Moment mal, hier wurde gerade gesniped, oder? Habe ich hier nicht gerade... So nicht, du Wichser. Ja, der Dash, der ist jetzt häufiger einsatzbereit. Also vorher war er echt sehr selten, also er hat lange gebraucht, bis er den Cooldown überwunden hatte. Das geht jetzt deutlich schneller.
Was ich richtig gut finde, denn das ist ja quasi das Markenzeichen von dem. Und jawohl. Und das Monster dann natürlich irgendwie auch zum Vorteil nutzen können. Und wenn das zu selten ist, dann bringt das nicht viel. Weil damit kann man echt schon ganz gut ausweichen. Also wenn zum Beispiel der Scorch seine Ulti reinmacht, kannst du noch ausweichen. Oder mit, wenn er mit seiner R1 diese Flammenlinie macht, die kleine, da kannst du auch gut raus. Oder auch aus der Dreieck, aus diesem entflammbaren Bereich, den er da macht. Also auf jeden Fall finde ich gut. Denn das hilft doch in der einen oder anderen Situation und das hat der Titan auch nötig, weil er wenig aushält. Deswegen braucht er das. Und ich brauche jetzt ein bisschen Abstand hier. Puh! Ja, bei den Titans hat sich... Alter! Jawohl! Oh! 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 Heiß! Granate! Oh! 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 Leck mir die Nudel! Alter, was? Da, fress mal eine Granate. Ich weiß zwar nicht, ob das was bringt. Alter! Auf einmal kommen die drei Titans! Ich werd nicht mehr! Ich will mich erstmal um die Feindlichen kümmern. So. Tada! Oh, oh, ich bin außerhalb des Battles. Ja, jetzt! Oh, der kriegt gut Damage jetzt von meinem Doom. Ja. Wohl, da konnte seine Ulti nicht mehr zünden. So, also gerade habe ich gedasht und das legt sich jetzt deutlich schneller auf als in der ersten Beta-Phase, im ersten Tech-Test. Was ich echt gut finde. Ich habe auch das Gefühl, dass sie verändert haben, wie viel Damage ein Pilot gegenüber einem Titan macht. Und ich persönlich finde, dass das zu einfach ist. Also als Pilot habe ich vorhin zwei Titans, die fast full life waren, komplett alleine auseinandergenommen. Ich finde, das sollte nicht passieren. Natürlich muss man da eine gewisse Balance finden. Das ist schwierig. Das kann ich natürlich verstehen. Dass man da die Titans nicht zu overpowert, dass wenn du als Pilot einen Titan begegnest, dass du direkt den Löffel abgibst, dass du überhaupt keine Chance mehr hast. So sollte es natürlich nicht sein. Aber sie sollten schon eine gewisse Übermacht haben, finde ich. Denn darum geht es ja eigentlich in dem Spiel, um diese Titans. Und da soll es sich natürlich auch ordentlich lohnen, dann die zu haben. Ja, wie gesagt, ich kann natürlich verstehen, es ist schwierig hinzukriegen, denn ja. Auf jeden Fall, was sie geändert haben, habe ich so im Gefühl, ist, dass ein Pilot, wenn er auf dich raufspringt, auf dein Titan, zieht er ja beim ersten Mal eine Batterie raus. Und danach wirft er halt jeweils eine Granate in den Slot rein, wo eigentlich die Batterie reingehört. Und das hat echt gut Damage gemacht damals. Also damals, in der ersten Beta-Phase, im ersten Tag-Test. Und ich habe so im Gefühl, dass sie das jetzt geändert haben. Dass man jetzt weniger Damage dadurch kriegt. Was eigentlich ganz gut ist, muss ich sagen. Oh, oh. Ah. Aber auch da muss man natürlich gucken, wie man das macht, denn man kann ja quasi als Pilot endlos auf den gegnerischen Titan raufspringen. Also du kommst rauf, wirfst deine Batterie
Wirfst deine Batterie, habe ich das gerade gesagt. Ziehst die Batterie raus. Und danach kannst du halt quasi nochmal raufspringen, weil du ja eh nach hinten geschleudert wirst. Das heißt, du hast schon diesen Vorteil, da du wieder von hinten auf den gegnerischen Titan raufkommst und er dich halt nur mit dieser linken Pfeiltaste abwehren kann. Und die Fähigkeit hat man halt echt selten. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis man die hat oder wie man die überhaupt kriegt. Ob man die nur einmal pro Titan hat, ich weiß das alles gar nicht. Oh! Raus! Lass mich! Der gehört mir! Der gehört mir! Oh, oder auch nicht. Ist okay. Dann halt nicht. Was machst du? Geh mir aus dem Weg, du fetter Arsch! Nein, und dann sterb... Oh, schade. Da muss man echt noch gucken. Das Balancing zwischen Titan und Pilot. Ja, wie gesagt, die Titans dürfen natürlich nicht zu übermächtig sein, dass man als Pilot keine Chance hat. Aber, ja. Man sollte den Pilots aber auch nicht eine zu große Chance geben, diesen Titan dann im Weg zu stehen. Wenn ich eine Idee hätte, wie man das lösen könnte, dann würde ich die raushauen, aber ich habe selbst keine und ja, von daher kann ich echt verstehen, dass das schwierig ist als Entwickler da dann. So, Moment, da ist die Mastiff, die Shotgun. Ich denke mal, damit werde ich gleich nochmal spielen und dann nehme ich hier mal wieder meinen Mag Launcher mit. So. Ist, dass man vielleicht seltener auf den gegnerischen Titan raufspringen kann. Also, dass du da echt nicht so rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter, sondern dass du irgendwie, wenn dir die Batterie rausgezogen wurde, für 5 Sekunden auf deinen Titan Schutzschild hast, wo keiner ran kann dann als Titan, als Pilot, wo du dann quasi abgeblockt wärst, wenn du da wieder versuchst raufzuspringen. Weil das sonst echt ganz schön übel sein kann und ganz schön nervig, vor allem, wenn du gerade eh im Kampf bist. Zwei Titans, die gerade auf dich einbashen, dich dann noch immer wieder mit einem komischen Pilot zu beschäftigen, der gerade geil ist und dich bespringen will, das ist nicht so leicht. Und das ist dann auch ärgerlich, wenn man so wegen so einem Scheiß Teppich in der Luft zertrampelt. Alter, ernsthaft? Wenn man wegen so einem Scheiß dann sein Titan verliert. Denn man kriegt da doch ganz schön schnell Damage rein als Titan. Was ist, na, ein bisschen ärgerlich ist und auch echt nervig manchmal. Aber wie gesagt, da ich wüsste da nicht wirklich eine Idee, außer dass man da wirklich entweder den Damage verringert oder seltener raufspringen kann. Oder vielleicht sogar beides. Das muss man einfach mal ausprobieren. Ich denke auch, die Entwickler selbst werden da mal gucken. Feedback wird es ja, denke ich, echt Genüge geben. Von den zwei Tech-Tests. Was ich auch sagen muss, dass das echt ein kluger Schachzug war, zwei Tech-Tests zu machen. Einmal einen, um erstmal überhaupt zu gucken, wie es ist. Und danach, was können wir verbessern? Also schon da auf das erste Feedback eingehen und ja, halt gucken, was können wir da verbessern, wie soll man das machen und wenn man das so macht, wie kommt das dann an? So, steigen wir hier nochmal ein. Nein, und das schnibbel ich daneben. Titan Kill. Oh, jetzt wollen die mich hier aber haben. Ja. Boah, der hat gesessen. In your face, Alter. Titan Finisher. Oh.
Kein Titan Finisher. Oh nice, er hat mir eine Battery raufgesibbelt. Das ist nice. Ey. So nicht, mein Freund. Ich hatte auch vorhin einmal das Problem, da habe ich so gespielt, was daran lag, weil die Runde schon lief. Ich komme häufig in Runden rein, die schon laufen, was ein bisschen ärgerlich ist für die Aufnahme dann. Und da wollte einer auf mich raufspringen. Oder keine Ahnung, was er versucht hat. Er ist halt vor mir rumgelaufen, ein Gegner. Und ich habe ihn einfach nicht platt schlagen können. Normalerweise hat er dann da ja echt einen riesigen Radius, wo man den Gegner dann erwischt hat. Aber in dem Fall musste ich echt ziemlich genau treffen. Aua. Kann auch sein, dass ich da einfach zu blöd war. Oder die das echt geändert haben. So, den haben wir. Den haben wir. Den haben wir. Jawohl, Triple Kill würde ich mal sagen. Und ja, dann denke ich, habe ich jetzt alles gesagt, was ich sagen wollte eigentlich auch. So weit alles abgeklappert. Wir haben jetzt ja sogar in die neue Runde reingelabert hier. Dann werde ich hier jetzt mal ein kleines Folgenpäuschen einlegen. Kurz meinen Titan aufladen. Mampf. Jawohl, da hinten ist auch noch eine Batterie. Dann kann ich gleich nämlich wieder ordentlich loslegen. Wo liegt die Batterie denn? Ja, so nicht, mein Freund. Ja, ich verabschiede mich hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und natürlich auch gutes Feedback in den Kommentaren. Das ist immer wieder schön zu hören. Beziehungsweise zu lesen. Man hört es ja nicht. Und dann sehen wir uns auch hoffentlich wieder im nächsten Video. Und ihr klubscht hoffentlich auch wieder vorbei. Tschüss. Pilot has ejected.